Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Vollmond vom 14.06.2022 oder richtiger der 25. Tag des dritten Monats 1739. Sehr spannende Zeit. Wir lesen aus diesem Horoskop natürlich noch ganz andere Dinge heraus. Grundsätzlich nur ein Gedanke zu Herrscher von 10 in 3. Herrscher von 10 in 3 würde grundsätzlich bedeuten, eine sehr autoritäre Ausdrucksweise, eine sehr zielgerichtete, sachliche Ausdrucksweise wird natürlich durch spitze 10 im Krebs viel emotionaler. Das heißt, man versucht sehr publikumsorientiert zu sprechen, also sozusagen der ideale Verkauf, sozusagen, dass man zielgruppenorientiert spricht. Und natürlich der Herrscher von 10 in 3 Mond, Herrscherin im Schützen, steht natürlich für ehrliche, anständige Worte. Ja. Natürlich steckt hier die Manipulation im Mond schon drinnen, aber über das Quadrat zu Neptun erkennen wir die Lügen. Ja, na klar, soll hier gelogen werden. Was heißt soll? Soll, was heißt soll? Ja. Wir erkennen, wie gesagt, es kommt sehr viel Wahrheit ans Tageslicht, aber wir sehen auch mit 1, 2, 3 bis Planeten im zweiten Quadranten, im Hydranten, im Gefühlsquadranten, dass wir eine schwere Besetzung haben, die natürlich in erster Linie logischerweise die Bevölkerung betrifft. Und dazu kommen wir gleich. Denn wir haben spitze viertes Haus im Steinbock, das heißt eine schwierige Zeit. Und wir haben die Spitze des vierten Hauses auf 3 Grad 47. Von 2 Grad 30 bis 5 Grad haben wir Stiergrade. Das heißt, es geht hier sehr stark um das Thema richtig Geld, ja, Geld, das Geld der Bevölkerung. Und wir sehen auch spitze viertes Haus Steinbock, Saturn als Herrscher von 4 in 5. Die Leute versuchen ihren Wohlstand verzweifelt, ja, Saturn, da steckt ja die Bemühung zu retten, ja, aber wir haben ihn rückläufig, den Saturn. Also das heißt, es wird schwierig werden. Es wird schwierig werden. Und es bahnt sich hier ja auch noch etwas weiteres an, wenn wir uns das hier ein wenig ansehen. Venus im achten Haus bildet noch nicht, aber so gut wie schon ein Quadrat zu Saturn. Ja. Wir sehen hier die Venus auf 19 Grad 52, Saturn auf 25 Grad 10, aber sozusagen der nördliche Mondknoten 20 Grad 49 und der bildet quasi dann die Brücke zum Doppelquadrat zu Saturn. Also das heißt, wir erkennen, da ist die Bevölkerung von etwas betroffen, ja, etwas. Wir sehen ja, spitze viertes Haus auf Stiergrade, es geht ums Geld. Und wer ist die Venus? Bingo. Venus ist Herrscherin des zweiten Hauses, Finanzsystem. Und wir sehen noch, zweites Haus auf 26, 52, das heißt von 25 bis 27, 30 haben wir Wassermann gerade, das heißt, es geht hier um Nervosität. Ja, du kannst jetzt sagen, auch die Umstellung aufs digitale Geld, aber das glaube ich bei einem so kleinen Vollmondhoroskop natürlich nicht. Aber es hat eben herausragende Bedeutung. Und für mich steckt jetzt die verborgene Bedeutung dieses Horoskopes in diesem kommenden Quadrat. Es fehlen noch 5 Grad. 5 Grad würde ich sagen, bei einem 14-Tages-Horoskop sind maximal 5 Tage. Das heißt, wir könnten um den 19., um den 20. herum etwas in Zusammenhang mit den Finanzen bei der Bevölkerung sehen. Naja, und wenn wir ein bisschen die Augen offen halten, dann sehen wir auch, das ist ein Warnsignal. Hedgefonds setzen 250 Milliarden Dollar auf fallende Märkte. Du weißt ja, die Put- und Call-Optionen, Call-Optionen werden auf den steigenden Kurs und Put-Optionen auf den fallenden Kurs, was natürlich ja eine Absurdität ist, weil wenn dann dieses System kollabieren sollte, dann hat man zwar theoretisch immense Gewinne, ja, nur wie sollen die dann jemals ausbezahlt werden? Aber bitte nichts voraussetzen. Nichts voraussetzen und hier auch Wolf Street, also das kann nur was Gutes sein, ja, muss was Gutes sein. Und er schreibt, Wolf Richter ist das, er schreibt, der Montag wird für Aktien interessant.
Werden fehlt, ja. Wird für Aktien interessant werden. Und ich vermute, er meint hier natürlich nur eine Richtung. Ich meine, könnt ihr mir vorstellen, oder? Das heißt, wir haben seit 2008 eine sehr interessante Strukturierung im Finanzsystem. Also es wird aufgeblasen, aufgebläht ins Astronomische, ja. Und irgendwann kommt einmal dann der Nadelstich hinein. Na ja, nicht nur, die Stiche hängen nicht nur mit dem sechsten Haus in Zusammenhang, auch in Zusammenhang mit der Finanzblase. Und dann, dann wird es interessant. Dann wird es interessant, ja. Ja, dann können wir sozusagen, genau, ganz genau das wollte ich jetzt zum Ausdruck bringen. Ja, Scherz beiseite. Wir sehen 9 Planeten auf der rechten Hemisphäre. Das heißt, es tut sich nicht viel. Ja. Es tut sich nicht viel. Ja. Das ist eher sozusagen die Du-Seite, ja, da geht es alles um die Entwicklung der anderen, des Kollektivs. Also das heißt, hier ist wieder mal eine Phase der Einkehr des Wissens, der Wissenssammlung angesagt. Naja, und wir haben ja auch hier eine wunderschöne Halbsumme und hier ist Jupiter eindeutig bei diesen relativ von den Häuserspitzen gesehen, was heißt relativ absolut schwachen Horoskop, ja, ist Jupiter das einzige Glanzlicht. Er kommt dem Aszendenten, der steht auf 5 Grad irgendwas, was haben wir, 5 Grad 41 und der Aszendent 2 Grad 52, also das heißt auf, naja, so gut wie 3 Grad, ja, der ist auf dem Aszendenten auf 3 Grad nahe und daher der Gewinner der Häuserspitzenbesetzung. Jupiter hat daher eine herausragende Bedeutung, ist aber selber eingeschlossener Herrscher. Das heißt, ich will, aber ich trau mich nicht. Also so irgendwie funktioniert das Ganze nicht so richtig. Aber wurscht, hier sehen wir einmal, naja, nehmen wir es mal als das, was es ist. Wirtschaft, Handel und Industrie. Wirtschaft, Handel und Industrie hängt natürlich zusammen mit Verträgen, ganz genau mit internationalen Verträgen und der Handel hängt auch, stimmt, richtig, mit Handelspartnern zusammen. Also sowas von auch, gell? Also absolute Merkwürdigkeiten, die wir hier sehen. Naja, schauen wir uns mal diese Halbsumme an. Vielleicht erfahren wir da ein bisschen was. Wir sehen den Mars Herrscher von 7, aber auch Herrscher von 3. Ja? Also das heißt, hier haben wir schon mal die Verbindung, ja? Drittes Haus, Wirtschaft, Handel und Industrie. Siebtes Haus, internationale Verträge, Handelspartner. Gut, passt. Siebtes Haus, noch einmal Wirtschaft, Handel und Industrie. Gut, doppelt gemoppelt. Und Neptun, Herrscher von 6 in 6. Aha, das großartige, einzigartige Krankheitsthema, welches zufälligerweise auf Krebs, genau, haben wir geraten. Von 7 Grad 30 bis 10 Grad sind es Krebsgrade. Ich wollte Skorpiongrade sagen, aber ja, im Zweifelsfall ist bei mir alles Skorpiongrade. Entschuldigung, ist halt so, ne? Krebsgrade, das heißt, wir sehen natürlich, dass hier die Bevölkerung schwer betroffen ist von dieser Thematik. Und jetzt schauen wir mal im KGB, im Handbuch für angehende Geheimdienstmitarbeiter unter Mars Neptun, was natürlich immer für Heimlichkeiten, für verborgene Taten steht, also hinterrücks wird gehandelt, aber auch für Schwäche. Logischerweise steht Mars Neptun für Schwäche und unter Jupiter steht hier reiche Fantasie, Inspiration, schwache Lebenskraft und hier steht Unglück im Reichtum, Lungenkrankheit. Gut, also das ist irgendwie jetzt nicht so, ja, es ist jetzt nicht so erfolgsverheißend. Ja. Also dieser Aspekt, würde ich sagen, diese Halbsumme zeigt uns eindeutig, dass hier etwas nicht mehr funktioniert und was hier nicht mehr funktioniert, ist unschwer als die Wirtschaft, Handel und Industrie zu erkennen. Klar, dass hier jetzt auch, ja, dass hier jetzt auch stark gemogelt wird im Zusammenhang mit dem Krankheitsthema, wo man sagt, ja, Volksgenossen, wir wollten ja so gerne, wir möchten, wir würden, wir sollten, wir könnten, aber die bösen Erreger machen uns alles zunichte. Ja, dumm gelaufen. Ich hätte rein aus dem Bauch raus gesagt, es ist nicht der Erreger, sondern es sind die Maßnahmen. Aber bitte, so kann man sich halt täuschen. Ja, was soll's? Ich habe eigentlich von gar nichts eine Ahnung. Ja. Wir haben hier Aszendent Waage. Und zwar der Aszendent ist auf 2 Grad 52, auf 3 Grad und somit auf Stiergraden. Das heißt, dieses Horoskop dreht sich einerseits um Diplomatie, aber auch um
Geld, ja. Natürlich ist der Aszendent ein gestürzter Aszendent, gar keine Frage, weil es sollte ja idealerweise Aszendent Widder sein, aber wir haben jetzt alles in Opposition oder das meiste oder vieles oder was auch immer. Ja? Auf jeden Fall haben wir hier einen schwierigen Aszendenten, Aszendent Waage auf Stiergraden, es geht ums Geld und Herrscherin des Aszendenten Venus steht im achten Haus. Das heißt, wir erkennen hier ganz leicht, um was es geht. Das heißt, der Niedergang Finanzen in unserem Land, erstes Haus, achtes Haus, ja, Herrscher von 1 in 8 ist der Niedergang von Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, ja, Schweiz, da bleibt kein Auge trocken, das kann ich euch versichern. Aber die Schweiz wird vermutlich ganz gut wegkommen, weil, wie gesagt, wo das Gold ist, dort steckt die Macht, wie man, glaube ich, so ungefähr in einem Satz sagen kann. Ja, also sehr, sehr spannende Entwicklung. Und wir sehen natürlich auch, dass das Finanzsystem Herrscher von 2 in 8, aber ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen. Und wir haben hier noch eine, haben wir noch oder haben wir nicht? Schauen wir mal. Uranus ist auf 6, also 17 Grad, Venus ist auf 20 Grad. Ja, wir haben noch eine Konjunktion, eine weite Konjunktion zwischen dem Uranus, dem Wohlstand, dem Wachstum des Landes, Wachs, in dem Fall das Kerzenwachs, was weich wird in der Sonne, ja, der Wohlstand und was sich hier auflöst. Ja, also sozusagen der Wohlstand des Landes löst sich im achten Haus auf, aber es ist für uns keine sonderliche neue Information. Ansonsten haben wir 2 vergessen, Pluto habe ich schon mal kurz angesprochen, Herrscher von 3 in 4. Das könnte natürlich auch bedeuten, dass die Wirtschaft versucht, im eigenen Land wieder Fuß zu fassen, dass das aber durch den rückläufigen Pluto, ja, bestenfalls eine Absichtserklärung ist oder eine Überlegung ist. Das heißt, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also das geht nicht. Ja. Und gleichzeitig sehen wir, dass Pluto ja auch einen Spiegelpunkt zu Merkur hat. Und das könnte ein echter, ja, es kommt, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das ist ein echter Spiegelpunkt. Und zwar haben wir hier von 0 Grad wieder gespiegelt, den Merkur rauf und Pluto hinunter. Wer sagt's? Na bitte, es funktioniert ja. Wir haben Merkur als Herrscher des 12. Hauses und als eingeschlossenen Herrscher des 9. Hauses im 9. Haus eingeschlossen. Also sehr spannend. Das heißt, wir sehen hier die große Lüge, den großen Betrug im Zusammenhang mit dem fernen Ausland. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf unsere, auf die Wirtschaft, Handel, Industrie im eigenen, sozusagen hier im eigenen Land. Also viertes Haus ist sozusagen auch die Infrastruktur, die sich im Land befindet. Erstes Haus steht für das gesamte Land und viertes Haus steht auch für die Gebäude, die Immobilieninfrastruktur. Das heißt, auch das starker Auflösungsprozess, also eine ganz starke Sache, die wir hier sehen. In Summe ist das ein sehr starkes Horoskop, wo für mich eigentlich die unwichtigste Aussage, die Opposition zwischen, ist meine Privatansicht, zwischen Sonne und Mond ist im Doppelquadrat zu Neptun, weil das nichts Neues ist. Ja. Wir sehen, dass die Lügen einfach nicht mehr funktionieren. Und ja, mein Gott, sie sollen uns erzählen, was sie glauben. Aber hier steht ja alles drinnen und das ist sehr leicht, würde ich sagen, es ist ziemlich leicht herauszulesen. Wir hatten gestern eine extrem spannende Frage, die war so spannend. Ja, bitte, am Sonntag haben 1261 mitgemacht. Dankeschön. Die Tagesfrage hat gelautet: Ja, es war wieder eine schräge Frage. Ich gebe es zu, ich gebe es ganz ehrlich zu. Wenn solche Fragen woanders gestellt werden, dann würde man aus dem Lachen nicht mehr herauskommen. Aber du weißt ja, ich sehe die Dinge ein bisschen anders. Ich sehe auch den Zusammenhang unter der Erde, wie es ja Dr. Heinrich Kusch immer wieder aufgedeckt hat. Ja, also man darf es ja denjenigen zeigen, immer da draußen, da ist das Vogel, da schau draußen im Weltall, da seien es die Außerirdischen, schau nur, nicht runterschauen, nicht hinunterschauen, schaut im Himmel, immer beobachtet die Flugscheiben am Himmel. Ja, da gibt es ja eigene UFO-Beobachter, aber leider, die Greys, ja, die Greys sind ja Computer-Androiden, hochintelligente Spezies, ja, ohne Verdauungstrakt, ohne Ausscheidungstrakt, ja, ohne sozusagen Transpiration, das sind Cyborgs, ja, und die dienen der Ablenkung, da lässt man halt die Flugscheiben draußen fliegen, dass die Aufmerksamkeit des Homo consumans debilis, ja, nach oben gelenkt wird, ins Weltall, aber leider spürt die Musi da unten. Die Frage hat gelautet: Offensichtlich werden derzeit die Interessen nichtmenschlicher Spezies, also Reptos, mit aller Gewalt durchgesetzt. Was könnte der Grund dahinter sein? 5%. Die sogenannten Außerirdischen, also Unterirdischen, herrschen seit Äonen. Ja,
Das kann natürlich der Grund sein, das nennt man dann eben Kontinuität. Ja. Sie spielen halt ihre Spiele, diesem wiederkehrenden Rhythmus mit dem platonischen Jahr. Was hat das? 25.920 Jahre oder so ungefähr. Das heißt 13%, ein uraltes, perfides und gut funktionierendes Adelsmachtsystem. Natürlich sind die Adeligen, die Blaublütigen, das Sangreal, das königliche Blut, ja, das ist ja auch bei Montreal. Montreal heißt ja nicht Montreal, also Montreal wie Heiliger Gral, sondern es heißt Mont von Mons Montis, der Berg Real, der königliche Berg, Le Mont Royal, ja, und hier ist es auch das Sang Royal, das blaue Blut, das reptiloide Blut, na was denn sonst? 44%, weil so gut wie niemand weiß, was hier läuft. Naja, das ist ja der Punkt, ja, weil die Leute keine Ahnung haben, was hier läuft, können sie ihre Spiele, ja, in aller Ruhe durchziehen, wie sie wollen. Ja. Wünscht ihr was? 15%, weil sie fürchten, aufgedeckt zu werden. Gut, das betrifft dann eher die Eliten, ja, oder die Handlanger der Eliten, die Nutznießer, die Geldmilliardäre oder hundertfachen Millionäre, ihre Handlanger, die sind natürlich nicht die Blaublüte, also nicht immer, ja, also was auch immer, oder immer öfter, oder keine Ahnung. 24%, weil ihre Stellvertreter zu scheitern drohen. Gut, die beiden Antworten sind hier zugegeben ziemlich ähnlich. Ja. Ich bin auch nicht immer um 6 in der Früh sozusagen auf meinem geistigen Höhepunkt und am Sonntag schon gar nicht, Entschuldigung. Roswitha schreibt, wir werden so bestrahlt, dass wir nicht merken sollen, was da läuft. Naja, ich meine, ich hatte ein enterisches Erlebnis auf der Autobahn. Ich habe für ein paar Sekunden nicht gewusst, wo ich bin. Ja? Das war arg. Das war richtig arg. Jetzt weiß ich auch, wie es Menschen geht, die ihr Gedächtnis verlieren. Das war heftig. Das war unvorstellbar. Ja? Ich hätte mir nie gedacht, dass das möglich ist. Vielleicht bin ich schon deppert worden. Das kann auch sein. Möglich ist alles. Ja. Ja. Claudia schreibt, sie haben auch Grund, sich zu fürchten, denn alles wird aufgedeckt. Sie können es nicht mehr verhindern. Ich glaube, es wird sehr vieles aufgedeckt und ich glaube, es wird diese Millionen Jahre alte, ich glaube, das ist die millionenalte Vorherrschaft der Lizards, der Eidechsen, der Reptos sozusagen ist. Es gibt da verschiedene Ansichten. Manche sagen, es gibt sie erst seit 50.000 Jahren. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur eines. Wir brauchen sie nicht mehr. Der Annette schreibt, sie stehen unter Zeitdruck, das Bewusstsein vieler Menschen erhöht sich. Richtig, genau das ist. Und deswegen wollen sie sozusagen gewisse Kreise loswerden. Aber du siehst ja, alle Prophezeiungen schreiben, es wird einen großen Zoll geben, einen Blutzoll, einen hohen wird es geben. Ja. Aber es werden die Richtigen sozusagen überleben. Und die Richtigen haben sich einfach nicht therapieren lassen. Es tut mir leid, wenn ich das so gemein und rücksichtslos sage. Ja. Jan und René schreiben, es gibt sie schon so lange. Wir konnten es bisher nicht sehen, da wir gefangen im Glauben des uns Gesagten waren. Ja, natürlich. Auch ich wurde geprägt, ja. Ich wurde geprägt. Ja, die Caroline Marburger aus Mödling schreibt, die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Naja, das ist ein sehr weiser Spruch. Das ist ein sehr, sehr weiser Spruch. Aber um das umsetzen zu können, braucht man auch Grund und Boden. Weil der in der Stadt wohnt, der muss kriechen. Insbesondere, wenn es dann zu Nahrungsmittelverknappungen kommt. Ob das jetzt künstlich ist oder real ist, macht keinen Unterschied. Weiter zum vierten Teil. Ende.